Hallo ihr Lieben, wir wandern heute auf das Hochkar und nehmen euch mit. Und schaut mal, hinter uns seht ihr schon, da ist der Lift, da geht's nach oben. Wir wandern aber natürlich. So sieht das Hochkar vom Parkplatz aus und hier beginnt auch die Tour. Wir konnten bereits ein paar Höhenmeter gut machen und haben den ersten Ausblick. Vor allem die schöne Blumenwelt auf dem Hochkar gefällt uns sehr. Überall brummt und summt es. Wer mag, macht kurz Rast auf der Bank und genießt den Blick auf die Talstation und die Umgebung. Für uns geht es weiter hinauf durch die Latschen und Blumen aufs Hochkar. Wir laufen immer parallel zum Lift. Gutes Schuhwerk ist nötig, ansonsten ist die Tour für die ganze Familie geeignet. Jetzt sind wir schon oben an der Station angekommen und blicken linker Hand auf den sogenannten Skywalk. Den schauen wir uns jetzt gleich genauer an. Zuvor zeigen wir euch aber noch das schöne Panorama, das man vom Hochkar-Massiv aus hat. So, hinter mir seht ihr jetzt den beeindruckenden Skywalk hier im Hochkar. Und ja, soll man sagen, das ist unglaublich. Bei diesem Panorama jetzt noch über die Hängebrücke laufen. Kommt, wir machen das jetzt gemeinsam. Hier geht es ganz schön runter. Das ist nichts für schwache Nerven. Für uns ist das natürlich kein Problem. Wir genießen den Ausblick, der sich uns bietet. Am Ende der Brücke angekommen, stehen wir vor einem beeindruckenden Bergpanorama. Wir laufen noch hoch auf die Aussichtsplattform. Ja, der Skywalk lohnt sich auf jeden Fall. Einen anderen kleinen Adrenalinkick holt sich gerade dieser Gleitschirmflieger am Hochkar. Wir machen uns jetzt noch auf zum Gipfel. An der Hütte hast du nochmal einen tollen Ausblick und schaust zurück zum Skywalk. Vom Lift aus brauchst du noch einmal etwa 15 Minuten zum Gipfelkreuz. Zunächst laufen wir eben auf dem Plateau entlang und dann zieht der Weg noch einmal an, bis wir schließlich am Gipfelkreuz auf 1808 Metern ankommen.